Hallo, weiter geht es mit den Gallian, mit unseren Kelten, mit Civilization 6, mit WB, mit euch. Leider nicht mehr Chat-Moderatoren, die habe ich verloren. Die sind irgendwo im Twitch-Chat unterwegs, nachher auf YouTube hat man eh nichts von denen. Sind nicht am Mikro zu hören, irgendwelche Problemchen im Hintergrund. Andere Leute sind mir wenigstens geblieben als treue Unterstützung. Zum Beispiel Strizi, hallo Strizi. Danke für 5 Monate Treue und deine Subs auf Twitch. Danke dir ganz herzlich, sehr lieb. Und ja, machen wir Folgendes. Hier in Mittler hatten wir eben rumspekuliert, dass wir, falls es hier ein Problem gäbe und falls uns Gorgo überfällt, jederzeit nachlegen könnten. Ich hätte schon gerne einen Ambusschützen hier unten als Backup, falls wir angegriffen werden, aber so irgendwie richtig bedroht fühle ich mich im Moment nicht. Und wir wollen ja sowieso einen Krieg gegen Gorgo machen. Hier ziehen wir runter. Hier haben wir gerade einen Handwerker bekommen. Und könnten. Vieles machen. Wohnraum brauchen wir noch nicht, aber bald. Hier bekommen wir Wohnraum, da bekommen wir eine Mine und einen Kulturschock. Da oben bekommen wir Wohnraum, Feld wird im Augenblick nicht benutzt. Wir gehen mal rüber auf die andere Seite. Hier an Land. Dann ziehen wir hier auch weiter Richtung Front. Rest bleibt, wo er ist. Pyramiden schon fertig, die bleiben auch alle, wo sie sind. Mit dem Kollegen geht's weiter gleich. Ist der so langsam? Ja, 3 Bewegungspunkte hier vorne. Boah, ist der langsam. Dann müssen wir doch übers Wasser gehen. Oder unten rum. Das ist, glaube ich, noch schneller. Wahrscheinlich schneller. Katapult im Baum. Wir hatten uns überlegt, dass wir hier rodeln für ein Oppidum. 4 Runden wäre da oben fertig. Wir hatten aber andererseits gesagt, dass wir es nutzen, dass wir noch 8 Runden lang den Effekt haben, dass wir Einheiten schneller bauen können. Ich würde das noch durchziehen. Ich würde das noch einmal ein Katapult drin lassen, ein letztes. Wie viele haben wir im Augenblick? Wie viele Katapulte? Wie viele sind es? 3. Im Bau sind 2. 1 noch nicht gebaut, also 4 sollten eigentlich in dieser Spielphase reichen. 4 reichen aus. Das 5. brauchen wir nicht. Wir könnten den Ambrus-Schützen einstellen und den roden. Und ihn dann zurückschicken. Oppidum kriegen wir auch so hin. Einmal Ambrus-Schützen erroden. Nächste Runde fertig. Das ist Katapult, das zieht vor, bitte. So, jetzt haben wir hier einen Reiter, um den wir uns kümmern möchten. Wir könnten langsam in die Offensive gehen. Hier gibt es Lollitätsprobleme in Gallien, aber es sind 10 Runden. Hier unten haben wir in 4 Runden volle Loyalität, 15-7. Dabei hilft Magnus. Magnus könnten wir hochschicken, steigen wird es dennoch, könnten ihn nach Motnix schicken, damit Motnix schneller loyal wird. Aber der Verlust ist ja auch erheblich. Ich finde, da könnten wir einen Gouverneur hinschicken. Wir haben allerdings auch Amani hier. Der Amani hier wird nicht unbedingt benötigt. Die könnten wir hier schon mal abziehen, denn wir haben hier volle Loyalität. Mehr als voll geht nicht. Und wenn sie weg ist und die 8 weniger, wird es auch nicht schlimmer. Das heißt, wir nehmen sie und schicken sie nach Motnix. Wir könnten sie auch zu Stadtstaaten schicken. Das finde ich aber im Augenblick nicht sofort wichtig. Ich würde sie erstmal so lassen. Denn wir haben ja verschiedene Optionen hier mit den Stadtstaaten. Wir sind uns aber nicht sicher, wie wir das genau machen wollen. Ich würde es noch so lassen. Noch alles so bleiben.
Nee, tut mir leid, Dorenchen. Du hast völlig recht, ich lese den Chat nicht. Richtiger Hinweis von Dorenchen im Chat. Dann. Dorenchen hat ihr Abo verlängert und ich habe es nicht gesehen. Wann denn? Bei mir wird es nicht angezeigt. Ich glaub's dir aber. Oder habe ich mich gerade verlesen? Bei mir wird es nicht extra angezeigt. Hast du das echt gemacht? Nein. Ach, die legen mich rein. Komm. Wir ziehen mit dem Gesandten weiter vor zur Front. Hierhin. Und machen jetzt Folgendes. Es geht Richtung London. Unsere Leute heilen hier noch ein bisschen aus. Wir haben die Karte drin, durch die man schneller heilt. Wir wollen den hier auf jeden Fall killen. Da müssen wir auch ein bisschen was für tun. Das ist gar nicht so einfach. Der könnte sich die Beförderung noch holen. Der kann von hier aus nicht feuern. Der kann hier nicht drüber feuern. Der könnte hier hinziehen. Der könnte allerdings auch beschossen werden, aber von hier aus hier drauf feuern. Das könnte er machen. Ich finde den Gedanken eigentlich ganz gut. Er kann ja auch wieder abhauen. Dann schauen wir mal, was hier oben steht. Wissen wir nicht. Wir feuern hier einmal drauf. Dann haben wir vier Armbruststützen hier. Von dem Feld aus kann man feuern. In hier. Daneben, bitte. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Mit dem Gesandten. Einmal mit dem Armbrustschützen hier hin. Einmal von hier aus feuern. Fast erwischt und so können wir ihn endgültig killen, aber vorher fahren wir einmal noch auf ihn. Da würden wir einen XP auf einen XP verzichten. Wir können allerdings auch zweimal angreifend und Erfahrungspunkte für alle abgreifen. Wir bekommen ein Zap, ein Zeitalterpunkte für die jeweils zweite Beförderung, nicht für die erste. Das heißt, wir könnten versuchen, ob wir eine zweite Beförderung bekommen. Er hat noch gar keine. Er würde jetzt die erste erhalten. Die sollten wir ihm auch geben. Eigentlich wollte ich mit den Armbrustschützen weiter zur Front ziehen, das ist mir wichtig. Aber ich will auch die Beförderung nicht verlieren. Einmal hier drauf. Und er überlebt knapp und das ist echt cool. Das bedeutet nämlich, dass wir hier rausziehen und nochmal Erfahrungspunkte abgreifen können. Das ist echt gut. Dann holen wir uns mit ihm jetzt die XP. Zieh mit der Einheit in die Stadt, die heilt dann schneller. Ziehen mit dem Belagerungsturm langsam schon mal Richtung Front, im Schneckentempo allerdings. Hier überall lang. Ziehen hier lang. Buddeln uns langsam zum Ziel vor. Hier können wir angreifen von diesen Feldern aus. Belagern können wir die Stadt nicht. Hier ist ein Wasserfeld. Das geht nicht. Das Lager kann uns beschießen. Das ist doof. Die Felder können nicht beschossen werden. Die anderen können beschossen werden. Müssen wir jetzt mal durch. Wir haben ja langsam auch demnächst Katapulte. Also das sollte nicht mehr so schwer werden. Und wir haben noch Minimum 17 Runden bis zum Epochenwechsel. Also bis wir die ganzen Städte uns holen können. Sollte eigentlich klappen. Würde eigentlich gut funktionieren. Der Belagerungskanton kann weiterziehen. Wiedland, das möchte ich aber nicht.
Der könnte auf das Feld nur ziehen, wenn wir Pech haben, geht hier der Gesarten drauf, der Verletzte ist, wir wissen nicht, was hier ist. Will ich nicht. Deshalb bleibt er erstmal hier stehen. Der Belagerungsturm. Hier bauen wir jetzt eine Mine. Und haben viele schöne Felder. Die Stadt hat einen Nahrungsüberschuss von 3. Hier können wir viel Gold abgreifen. Die Produktionspunkte werden so massiv abgezogen, dass der Bau fast schon egal ist. Okay, Stadtmauer 5 Runden ist okay, aber das können wir auch durchs Roden bekommen. Das heißt, wir machen hier das vorige Schloss mal weg. Dann kommt es hier hin. Dann haben wir mehr Gold. Ist auch nicht viel besser. 5 Gold wird auch abgezogen. Stadtmauer in 6 Runden fertig. Ja, wenn man will, das lassen wir alles so, wie es ist im Moment. Das hier war das Upgrade, das wir jetzt durchführen können. Da holen wir uns, Angriff auf Städte ist besser oder Angriff auf Einheiten ist besser. Beides kann man begründen. Angriff auf Städte ist dann cool, wenn man echt ein Problem hat, aber wir wollen nicht auf Dauer so super offensiv spielen. Trotzdem, wir machen das mal. Wir ziehen hier drüber mal auf dem Pfad. Das ist so eine Versicherung, falls man gegen Städte gar nicht vernünftig durchzieht. Den Handwerker haben wir erobert, der hat 3 Aktionen. Wir können ein Monument eroden und es würde Sinn machen, wenn wir einen Wald auf einem Hügelfeld wegroden würden. Können uns auch Wohnraumpunkte hier holen. Modnix hat auch zu wenig Wohnraum. Können wir Ressourcen anschließen. Hier könnten wir zum Beispiel einmal roden, Kulturschock machen. Und noch Felder dazu bekommen. Hier oben will ich eigentlich nicht roden, weil das ist eine Verteidigungsposition, wenn dieser Geländefelder Wald oder Regenwald haben, dann können wir die besser verteidigen. Deshalb will ich im Norden nicht roden. Das können wir uns immer noch holen hier, die Bonusressourcenfelder. Ich würde sagen, wir roden uns lieber erstmal Richtung Süden. Das hier kommt weg, die kommen dazu. Richtung Westen können wir uns auch roden, alles möglich. Ziehen mal mit ihm mal hier hin, mit dem Handwerker. Hier können wir auch einen Steinbruch noch bauen gleich. Damit fangen wir auch mal an. Der hat 3 Aktionen hier hin, bitte. Und der Gesarte bleibt hier erstmal stehen. Wir ziehen noch nicht nach Norden. Das machen wir gleich. Ist das ein Hügel hier? Mehr. Wir brauchen eine Weile, bis wir vorziehen können. Das sind alles hier Hügel. Hügel mit Wäldern. Wir brauchen eine Weile, bis wir vorrücken. Trotzdem, ich will erst nächste Runde vorziehen. Ach, wir machen das mal. Wir gehen mal gucken. Dann wissen wir auch, was drin ist. Wie interessant. Ein Ambusschütze, der heilt. Ein großer General, eine Stadt, mehr Einheiten nicht. Wie sieht es hier aus beim Herrschaftssieg? Sie hat nur 74 Herrschafts-Militärstärkepunkte. Rauf Richtung London. Hierhin. Die bleiben alle hier stehen. Er zieht hier in diese Richtung vor. Er setzt eine Runde aus und der kann auch schon mal langsam. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der drauf geht hier. Der Missionar zieht einmal hier hin. Und sobald er missioniert hat, bekommen wir plus 10 Kampfstärke auf dessen Territorium. Jetzt vorziehen wir aber doof, weil die können uns zu schnell kaputt machen. Nun steht allerdings auf diesem Feld keine Straße. Und ein Hügel hat 2 Bewegungspunkte. Das heißt, wenn der rauszieht, um sich uns zu holen, den Missionar, kann der nicht mehr den Befehl Ketzer vernichten durchführen, weil der Ambruchschütze nur 2 Bewegungspunkte hat. Wenn wir Pech haben, entsteht hier allerdings gleich ein Reiter. Der zieht vor, der hat viele Bewegungspunkte, der killt unseren Missionar. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist das? Es ist möglich, es ist eher unwahrscheinlich. Wir nutzen den Missionar, ziehen ihn ungeschützt ein Feld vor und haben keine Bewegungspunkte mehr. Das verblüfft mich, weil eigentlich sollten wir hier nur 2 verlieren, weil wir auf den Hügel ziehen. Klar, wir ziehen in eine Kontrollzone,
Aber es ist keine Bewaldung. Warum uns das 2 gekostet hat, 3 Bewegungspunkte gekostet hat und nicht 2, ist mir gerade nicht ganz klar. Und jetzt könnten wir den Belagerungsturm auch vorziehen. Falls er eher. Nee, wir warten. Wir riskieren es mal. Wir ziehen ihn mal ein Feld vor. So, hier können wir nachher noch die Beförderung holen. Mehr Annehmlichkeiten sind egal. Mehr Wohnraum benötigt in Appendix. Ja, der kommt aber demnächst auch dazu. Wir greifen hier viele Nahrungsfelder ab. Der Überschuss an Nahrung beträgt 4. Der ist ganz schön hoch. Plus 6, 5. Die Anzeige ist falsch. Ich würde es, glaube ich, erstmal so lassen. Der eine Punkt macht es nicht fett hier. Der eine Produktionspunkt. Und der Kollege hier zieht bitte hier hin. Dann haben wir hier noch Motnix braucht noch Wohnraum. Das hatten wir uns eben schon angeschaut. Das ist okay. Und wir hatten festgestellt, der Nahrungsüberschuss ist auch vorhanden. Ein bisschen gepuzzelt hatten wir schon. Würde ich auch so lassen. Wir könnten das so machen. Die Nahrung hier brauchen wir ja nicht. So können wir das machen. Gehen wir voll auf Produktion, checken mal, wie hoch die Nahrung ist. Immer noch im Plus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist einfach ein Produktionsfokus, den wir hier haben. Er bleibt hier stehen. Nee, damit er aber. Ja, der bleibt da einfach stehen. Er wird schon nicht beschossen werden können. Steht in der dritten Reihe. Im dritten Ring von der Stadt entfernt. Hier scouten wir ein bisschen vor uns hin. Super interessant. Hier laufen wir noch ein bisschen rum und decken Städte auf. Stadtstaaten haben wir alle entdeckt. Was ist überhaupt noch interessant? Das Reich der Weströmer zu erkunden macht Sinn, falls wir mal einen Krieg haben. Können wir deren Territorium betreten? Im Moment ja. Offene Grenzen können wir auch immer mal uns holen. Ich würde tatsächlich hier noch weiter die fremden Reiche einfach ausspionieren. Finde ich gut. Ich benutze keine Mods. Meinst du Modifikationen oder meinst du Chatmods, Blizzard, im Augenblick weder noch. Modifikationen benutzen wir nicht. Und wenn du die Chatmods meinst, im Augenblick sind die nur im Chat, die sind nicht am Mikro. Die anderen Leute erklären dir warum. Hier laufen wir nochmal in der Gegend lang. Hier oben war ein Barbar, deshalb bleiben wir unten, obwohl das langweilig ist. Laufen hier noch weiter rum. So, dann hatten wir hier angeblich ein Nahrungsproblem. Das ist doch Quatsch. Das haben wir uns da angeschaut. Hier gibt es kein Nahrungsproblem. Fake News. Gouverneurin Amani zieht hier hin. Und die Beförderung holen wir uns nachher eine Runde weiter. Wir haben Glaubenspunkte, die setzen wir nicht ein. Weil wir ja Missionar kaufen wollen. Der soll aber mehr Aktionspunkte haben. Und für einen Apostel reicht es noch immer nicht. Da brauchen wir mindestens 400 Glauben. Gold sammeln wir noch ein bisschen an. Verkaufen könnten wir ein bisschen Gunst an den Kollegen aus Westrom. Der gab uns bislang immer deren 12. Jetzt auch wieder. Das würde ich gerne abgreifen. 3x30. Das finde ich cool, das machen wir. Da hatte ich ja immer versucht, ihm Eisen zu verkaufen. Das könnte auch diesmal schwierig werden, weil er will immer nur. Doch, jetzt das geht. Das machen wir. 18. 18 geben wir ihm. Dann kommen wir genau auf die magischen 40. Bis dahin bieten wir ja gute Preise. 5x30. Das sind 150. Ja, kann man machen. Machen wir. Immer mehr Geld. Immer mehr Geld. Sehr schön. Eine Runde weiter.
Alles klar, habe ich irgendwas vergessen? Ein Ambusschütze kann noch befördert werden. Das haben wir, glaube ich, gemacht. Eine Runde weiter, Leute. Was passiert jetzt? Das ist spannend. Das ist eine spannende Sache. Also, wenn sie erpresst uns, Gorgo, wenn sie uns Geld abpresst, ist es nicht sicher, aber wahrscheinlicher, dass sie uns nicht angreifen wird in den nächsten Runden. Es ist keine Garantie. Ich habe früher immer gedacht, wenn man so eine Erpressung annimmt, kann einem x Runden, ich glaube 10 Runden lang, nichts passieren. Das habe ich auch verkündet, es war falsch. Peinlich. Irgendjemand, ich tippe mal auf diesen Matsumanix, der gerade im Chat auf Twitch unterwegs ist, hat mir dann erklärt, WB, das ist nur unwahrscheinlicher dann. Ich habe die KI beobachtet. Ich glaube Matsumanix. Es ist die Frage, was ist in unserem Interesse? Krieg mit Gorgo oder nicht? Ja, wir wollen Krieg mit Gorgo. Ja. Aber wollen wir jetzt mit Krieg mit Gorgo? Nein. Weil wir haben unsere Truppen woanders stehen. Wir können die zurückschicken. Wir können die auch so den Krieg erklären. Wir haben nichts Wesentliches davon, wenn wir, ob sie uns jetzt den Krieg erklärt oder wir ihr, das ist egal. Wichtiger ist, dass der richtige Zeitpunkt da ist, den Krieg zu erklären. Nämlich einer, wo unsere Truppen an ihrer Grenze stehen und nicht umgekehrt. Das baut sich auf. Sie will uns angreifen oder sie hat was gegen uns. Aber das ist nicht der beste Zeitpunkt für uns. Der beste Zeitpunkt ist, wenn unsere Truppen vom Osten rübergegangen sind in den Westen, wenn wir mit dem Blumenkranzhäuser das abgewickelt haben, dann rüberzugehen zu Gorgo. Außerdem hat sie ja diesen Wissenschaftsstadtstaat in ihrer Nähe, der militärisch so stark ist und wo sie so zerrän ist. Also es ist nicht in unserem Interesse. Die 2 Gold für 30 Runden, die winken wir durch. Da habe ich keine großen Probleme mit. Ich lasse mich von Gorgo erpressen. Eine andere Frage ist natürlich, sie spielt ja eigentlich so einen super aggressiven Charakter, der auf andere runterguckt, der sich auf jeden runterguckt, der sich irgendwie weich zeigt. Falls hier ein konsequentes Roleplay von Gorgo abgeliefert würde, müsste sie danach, schaut mal auf ihren funkelnden Blick, wie die uns anguckt. Müssten wir eigentlich jeglichen Respekt in diesen funkelnden Augen verlieren, wenn wir uns erpressen lassen? Sie atmet schwer. Sie müsste uns verachten, wenn wir uns erpressen ließen. Trotzdem, ich mach's. Forderung wird akzeptiert. Früher war das ja, genau, deshalb kam ich durcheinander. Eddie schreibt es auch im Chat. In früheren Civ-Teilen war das so: man kam, wenn man sich erpressen ließ, automatisch einen 10-Runden-Friedensvertrag. Ich habe gedacht, das wäre da auch der Fall. Da habe ich so wie du gesehen. Sie ist nur eifersüchtig auf Cleo, meint Dorinchen. Akzeptieren wir. Wie sie aufatmet. Ich glaube, sie hat das doch nicht so lässig gesehen, wie sie gedacht hat. Angriff von London, das war klar. Angriff auf den Armbrustschützen konnte man denken. Mehrfach. Wir sollten aber überleben und wir können auch notfalls heilen. Das Blumenkranzhäuserl meldet sich bei uns zu Wort, bietet uns alle möglichen Städte. Eben waren es 2, jetzt schon 3 und bietet uns an, im Mondlicht alleine zu trinken. Bietet sie uns an, dass sie im Mondlicht alleine trinkt, dass sie sich absetzt, ist das Angebot, ins Asyl zu gehen? Oder bietet sie uns an, also unser Marschall Ambiorix, und mit ihm im Mondlicht alleine zu zweit zu trinken? Will sie ihn besäuseln mit ihrem Rotwein? Oder will sie ihn eventuell sogar schöne Augen machen, um ihn dann, ich weiß es nicht. Oder ist das, geht das Angebot an mich? Sie muss doch wissen, dass ich andere Nasen hübscher finde. Das kann es nicht sein. Im Mondlicht allein trinken oder ist es bloß ganz schnöde der Name dieses großen Werkes? Ich fürchte Letzteres. Wie auch immer, tut mir leid, geht nicht, mit mir nicht. Und ohne Zahnpasta lächeln läuft bei mir überhaupt gar nichts, ich sag's ganz offen. Das machen wir nicht. Huldvoll werde ich hinweggewunken. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. So, Angkor Wat baubar. Schönes Weltwunder. Eine Bevölkerung in allen Städten, die man hatte, immer cool. Wohnraum in allen Städten plus 1 dauerhaft. Schöne Geschichte. Können wir nicht bauen. Können wir nicht bauen. Wir spielen auf Gottheit, wir führen Kriege, wir wollen. Wir haben ganz viele Plätze, wo noch keine Siedler hingeschickt haben. Vergesst es. Medina-Viertel kommt viel zu früh. So viele Spezialbezirke haben wir noch nicht. Haben wir einen Theaterplatz gebaut? Einen? Und mehr Gold für jeden Gesandten, das ist schon etwas interessanter.
würde aber die grüne Karte blockieren, die uns 2 Einflusspunkte pro Runde bringt. Jetzt kann man die Politik ändern. Das ging deshalb so früh, weil wir mal wieder Militär fertig haben. Und zwar in Bulwark, ein Armbrustschütze fertig. Sieben Runden noch, in denen wir billiger bauen können, die Militäreinheiten. Noch können wir noch einen Armbrustschützen bauen, nochmal roden. Wir können auch das Oppidum bauen. Ich würde das noch nutzen. Ich würde noch weiter Einheiten bauen. Wie viele Armbrustschützen haben wir mittlerweile? Ich glaube, unfassbar viele. Wir sollten vielleicht wieder auf Gesate setzen. Unfassbar viele? Kam mir so vor. Und wie viele sind es? Peinlicherweise nur. 7. Also wenn man nicht auf Krieg spielt oder nur am Anfang ein paar Leute überfällt, aber eigentlich nur so eine Defensive aufbaut, dann kommt man mit 7 Armbrustschützen bis zum Ende einer Partie aus. Dorenchen meint, wir hätten einen Theaterplatz erobert. Gucken wir uns gleich mal an. Das sollte eigentlich ausreichen. Gesate haben wir wie Sand am Meer. Aber die können wir halt jederzeit einsetzen als für Annehmlichkeiten, für was weiß ich was. Ich baue weitere Gesate für den Krieg, der gegen Gorgo kommen könnte, und ziehen die Truppen hier zur möglichen Front hin. Ja. Hier ziehen wir runter. Hier hatten wir gesagt, wir holen uns mehr Wohnraum im Norden. Hier gehen wir vom Wasser ans Land. Er bleibt hier. Hier wollten wir einmal roden. Da ging das Katapult schneller. Und das machen wir auch. Einmal roden bitte. Müssen aufpassen, so viel Nahrung gibt es hier auch nicht. Hier vorne bauen wir ja eine heilige Stätte demnächst. Insofern sind wir auf die vielen Regenwälder, die aber eh weiter weg sind, gar nicht angewiesen. Hier kommt gleich eine Mine hin. Katapult steht. Jetzt kommt der Armbrustschütze, der hier hin soll. Die ziehen erstmal wieder weiter hoch. So machen wir das. Da kommt gleich eine Mine hin und Kulturschock. Dann können wir hier uns eine Beförderung holen. Dann bekommen wir auch eine Heilung. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt geht's ihm gut. Irgendwo gibt es Flussüberschwemmungen an der Seine. Wir haben einen weiteren Gouverneurstitel bekommen und könnten den einsetzen für Pingala. Aber einen Schritt nach dem anderen. Erstmal abwarten. Wir kämpfen hier weiter vor Ort und schauen mal, was wir mit London erreichen. Wir können Regierungskarten wechseln. Oh mein Gott, wir können so viel puzzeln hier. Wir können so viel machen. Ich will einmal vorher gucken, was wir auf jeden Fall jetzt machen, ist erstmal einmal missionieren vor den Toren von London, damit wir ganz viel Kampfstärke haben. Noch keine Mehrheitsreligion. Nächste Runde. Gott, wir brauchen noch viel länger. Die Stadt hat 13 Einwohner. Bis diese Stadt ballistisch ist und bis wir unseren Bonus bekommen mit den plus 10 Kampfstärke, den wir noch lange für brauchen. Ich wette, wir müssen noch zwei Runden brauchen wir noch. Zweimal missionieren. 3 Aktionen haben wir, das klappt. In 2 Runden haben wir Kampfstärke erhöht. Bis dahin sollten wir vielleicht hier gar nicht so viel kämpfen. Das sollten wir gar nicht machen. Wir haben noch etwas Zeit. Zeitalterwechsel ist erst in 16 Runden frühestens. Der Missionar muss beschützt werden. Der kann auch notfalls durch eine Wegwerfeinheit beschützt werden. Der muss zweimal noch missionieren. Der soll vor der Karte stehen bleiben. Wir können auch schon mal vorrücken. Wir können schießen mit Armbrustschützen. Aber die Stadt angreifen sollten wir jetzt noch nicht mit Nahkampfeinheiten.
Wir müssen Manchester und London knacken in der knappen Rundenzahlen bis zum Epochenwechsel und müssen hoffen, dass die nicht irgendwo einen Siedlerbart losschickt und eine Stadt gründet. Wir werden all die Einheiten hier unten, all die Gesandten, die Ambroschützen und so weiter vorziehen Richtung Norden. In zwei Runden dann. Wir haben viele Katapulte, wir haben noch 7 Runden Zeit, in der wir bis zum nächsten Weltkongress Einheiten billig produzieren können auf Vorrat. Wir haben schon so viele, wenn dann noch ein paar Gesandte, die können wir notfalls nachher befördern zu Musketieren. Der Krieg mit den Griechen nähert sich, nicht nur der von uns gewollte, sie will uns angreifen, auch Gorgo. Sie hat uns denunziert, sie hat uns schon erpresst. Wir bauen eine kleine Verteidigungsposition auf. Wir schielen auf Mithila, den Stadtstaat, in dem sie suzerän ist. Kann sein, der sehr viele Militäreinheiten haben muss. Das haben wir schon abgelesen an der Geldstatistik. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber es läuft. Wir sind hier im Zeitplan. Das sollte eigentlich klappen. Wir müssen uns nur vorbereiten auf die zweite Front. Und wir müssen uns mit dem Gedanken beschäftigen, ob wir wirklich noch so viele Militäreinheiten bauen, oder ob wir mittlerweile das genug genutzt haben mit dem Weltkongress, weil wir müssen die ganzen Einheiten ja auch verpflegen. Wir könnten sagen, keine Armbrustschützen, keine Katapulte mehr, ein Armbrustschütze ist hier in der Produktion, denn die verlangen Gold, Gesandten können wir, solange wir mit dem Geld es nicht übertreiben wollen, auch so immer noch bauen, die kosten keinen Unterhalt. Das kann man immer nutzen, die können wir später als Garnison benutzen, aber auch da haben wir schon sehr viele. Unterm Strich finde ich, es läuft gut. Noch können wir, verzichten wir auf die Monarchie, weil wir die vielen Militärkartenplätze im Moment nicht unbedingt brauchen. Stattdessen gehen wir rein auf die höhere Kampfstärke durch die Oligarchie. Wir können jetzt die Karte rausnehmen, dass wir Bogenschützen zu Ambroschützen verbessern, billiger. Die können wir jetzt entfernen und können dafür wieder coolere Karten reinnehmen, die uns mehr helfen, vor allem die Geldsparkarte, dass wir billigeren Unterhalt haben. Die Prätorianer könnten wir uns überlegen, auf die zu verzichten. Denn wir könnten langsam auch einen Missionar kaufen, dafür bräuchten wir die andere Karte. Die nächste Kultur, die wir uns holen, wäre entweder die Marine-Tradition, die geht fix. Da könnten wir sagen, wir schieben jetzt vielleicht ein, die Karte, durch die man die Missionare oder die Apostel mit mehr Aktionspunkten hat. Wir müssen uns nur entscheiden, sammeln wir Glaubenspunkte für einen Apostel oder holen wir uns jetzt einen Missionar. Der Apostel kostet Minimum 400 Glaubenspunkte. Wenn wir die Marinetradition als Forschung einführen, können wir jederzeit sagen, wir schmeißen die Prätorianer raus, wir nehmen die Karte rein, Exodus der Evangelisten, kaufen 2 Missionare, gehen in 4 Runden wieder raus, Prätorianerkarte rein, Einheiten heilen schneller. Alternative wäre, schnell zur Handelsrepublik zu gehen. Aber noch bleiben wir, glaube ich, bei der Oligarchie. Viele Überlegungen. Das alles setzen wir um beim nächsten Gallia-Stream. Der wird sein am kommenden Donnerstag. Der nächste Stream mit den Galliern wird sein Donnerstag, den 15. Donnerstag, der 15.10. ist der nächste Stream mit den Galliern. Ganz genau. Live auf Twitch zeige ich euch gleich etwas, was ich euch versprochen habe, nämlich einen kleinen Live-Einblick in ein Spiel, das noch nicht erschienen ist. Auf YouTube sage ich den Leuten, viel Vergnügen, wir sehen uns hier wieder. Bis dahin sind alle Videos auch aufgekommen aus YouTube, auf YouTube. Donnerstag, der 15. um 19 Uhr, dann auch wieder mit Chat-Moderatoren auf Twitch live oder danach auf YouTube.